So, zack aufs Maul. Ja, sehr zuckersüß. Mein Schild bringt nichts, stelle ich gerade fest. Ich dachte, wenigstens mit Schild kann man die irgendwie abwehren, aber nicht mal das geht. Toll, jetzt sterbe ich an Schakalen. Die gefährlichen Räuber überwunden und ich sterbe an Schakalen. Ich glaube, in Wirklichkeit ist noch niemals auf der ganzen Welt irgendjemand durch Schakale umgekommen. Weil die einfach klein und putzig sind. So, hat er noch gereicht? Hat gereicht. Hab ich gesehen. Das wusste ich schon vorher, dass das reicht. Ach Gott. Herrje. Aber immerhin, wir haben es geschafft. So, reicht jetzt? Es reicht. Du musst nichts mehr fressen. So, dann nehmen wir den noch schnell aus und dann ist Takla dran. Der ist auch nicht mehr wert als ein Schakal. Nein, die Schakale sind mehr wert als er. Wir wollen die dummen Schakale ja nicht beleidigen, ne? Ist auch ein schöner Satz. So. Pfeile, Pfeile. Snapper Crowd. Okay. Das müsste doch eigentlich nur nicht den Kopf in den Sand stecken, mein Freund. Was haben wir denn da? Bernardos Brief? Aha. Na, das wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Lieber Bernardo, was haben wir denn da verzapft, hä? Wo ist es denn? Ich find's gar nicht. Da? Nein. Da? Nein. Wo finde ich denn die Briefe? Hier. Bernardos Brief. Zwei Bündel Waffen für euch, das Gold für mich. Haltet euch von Braga fern. Nafalem ist auf dem Weg hierher. Aha. Gut, das ist ja uninteressant hier. Da hat der Drecksack Bernardo also einfach Geschäfte mit Malia und Takla gemacht. Schon daran können wir sehen, dass es keine Nomaden sind. Das würde denen niemals einfallen. So, da werden wir unseren Freund gleich mal zur Rede stellen, würde ich sagen. Den können wir sowieso nicht leiden und verprügelt haben wir ihn auch schon mal. Deswegen, also wir sind schon geübt da drin, ihn fertig zu machen. Deswegen, also ich habe auch keine Skrupel damit, das nochmal zu machen und ihn diesmal umzubringen. Sehr gern, sehr gern. Guten Tag. Ich speichere mal. Das seid ihr gewohnt mittlerweile. Gut, ich weiß nicht, ob wir erstmal zu Nafalem gehen wollen oder ob wir ihn gleich zur Rede stellen wollen, aber da Nafalem schon hier vorne sitzt, können wir erstmal mit ihm reden. Bernardo beliefert die Nomaden mit Waffen. Und das direkt vor meinen Augen. Dieser räudige Sohn eines Schakals. Dafür sollte ich ihn eigentlich umbringen. Aber wenn ich ihn töten lasse, wird das Dorf bald leer sein. Außerdem ist er der einzige Waffenhändler bei Gumbrei. Ich schenke ihm das Leben, aber er wird dafür bezahlen, bis er schwarz ist. Und glaub mir eins, der Nächste, der versucht, uns zu verarschen, wird den Tag seiner Geburt verwünschen. Was dich angeht, du hast dir deine Belohnung verdient. Da bin ich mir nicht so sicher. Hier. Ich finde ja putzig, wie sich sein Mund bewegt, aber der Bart, der drüber ist, nicht. Und wie das Kind dann immer so durchguckt durch den Bart. Okay, haben wir das jetzt auch geklärt? Wollen wir mal kurz zu Bernardo gehen? Vielleicht hat der ja dazu was zu sagen. Hallo, Putzi. Na, wie laufen die Geschäfte? Du verdammter Sohn eines. Ja? Was willst du sagen? Du hast mich verraten. Dafür sollte ich nie wieder mit dir handeln. Aber ich brauche Gold, um meine Schuld zu bezahlen. Also stehe ich dir auch weiterhin zur Verfügung. Na also. Du wirst es bestimmt weit bringen, Sohn des Geschäftes. Okay, damit haben wir diesen Part von Braga auch schon abgeschlossen. Dann können wir uns jetzt zu Nefarius? War es Nefarius? Nein, Merdarion auch nicht. Wer war es denn? Riordian, Riordian natürlich. Es war Riordian. Wir können uns zu Riordian gesellen und uns auf zu Azaru machen. Gut, ich begleite dich zu Azaru. Ich kenne den Weg. Also folge mir. Ja, dazu kann ich auch mal kurz eine kleine Geschichte erzählen. Fällt mir gerade so ein. Da ich ja immer aus dem Rollenspiel erzähle, kann ich mal erzählen, wie wir das mit den Wassermagiern da geregelt haben. Und zwar, ist ganz interessant, hier ist ja noch was ich einsammeln kann. Haha. Und zwar ist es da so, da ist nicht Satoras der oberste Wassermagier, was ganz einfach daran liegt, dass Satoras im Rollenspiel mal ganz am Anfang getötet wurde. Und zwar kam das so, dass damals
die Leute noch heißen konnten, wie sie wollten. Und da gab es einen, der hat sich Satoras der Zweite genannt. Und deswegen musste der Erste natürlich verschwinden und ist gestorben. Irgendwie so, keine Ahnung, da war ich noch nicht dabei, ging mich nichts an. Ja, und der andere Satoras, der ist dann auch aus dem Rollenspiel verschwunden und damit gab es keinen Satoras mehr. Und der neue oberste Wassermagier wurde dann, weil wir natürlich Satoras als obersten Wassermagier nicht mehr hatten, wurde Riordian. Der wurde dafür eingesetzt und hat halt das Ganze dann geleitet und hat dann als linke und rechte Hand Kronos und Myxir gehabt, wobei Myxir für die magischen Dinge, für die magischen Belange zuständig war und Kronos für die weltlichen Belange. Und Kronos schon immer irgendwie ein Arschloch irgendwie war. Ich weiß nicht, also den konnte ich im Rollenspiel nicht leiden, den kann ich hier nicht leiden, den konnte ich im ersten Teil nicht leiden, den konnte ich im zweiten Teil nicht leiden, genauso wie Satoras übrigens. Deswegen sind diese beiden prädestiniert dafür, dass sie dann irgendwann mal ableben werden. Riordian nicht. Riordian ist lieb. Den werden wir begleiten. Und der wird gut bei Asaru ankommen. Und Asaru werden wir dann wahrscheinlich auch nichts tun. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Aber die gute Ayla, die wurde ihm ja... Oh, hallo. Ich speichere mal. Aber ich denke, Riordian wird sich schon zu verteidigen wissen gegen die Sandcrawler. Von daher wird das wohl jetzt eine... Ach nee, jetzt kommt er auch noch von hinten. Eine machbare Angelegenheit, wollte ich sagen. Aber ich fühle mich hier so ein bisschen umzingelt. Ach komm, nerv nicht. Die wehren aber auch alles ab, die Drecksviecher, ne? Jetzt komm halt her, Mensch. Sei doch nicht so zickig hier. Kling, kling. Dass denen aber auch nie die Arme abgeschlagen werden. Ich weiß nicht, woraus die sind, aus Stahl oder was? Ist aber schön, wie Riordian sich im Hintergrund rumschlägt mit diesem ganzen Haufen da. So, ich bleib mal hier. Ich halte mich mal bei denen an der Peripherie hier. Ganz einfach, weil ich nicht umzingelt werden will von diesen Bastarden. Und die kommen ja immer nach. Es kommen ja immer neue. So. Und der hinter mir? Genau. So, die sind schon ein bisschen angetatschert hier, sehe ich schon. Da hat Riordian schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Finde ich gut. So, gleich haben wir es geschafft. Aber ihm scheint irgendwie auch so ein bisschen die Puste auszugehen. Er steht da auch bloß noch rum. So, jetzt aber von hinten. Komm, von zwei Seiten. Besser du als ich. Sehe ich auch so. So, aber nehmen können wir von denen auch nichts, ne? Also die sind auch bloß, ja gut, Erfahrungslieferanten sind sie, aber ansonsten ist es ein bisschen dünne mit denen. Spart uns allerdings das anstrengende Eingesammel hier und ja, Moment mal kurz, ich muss mal was essen. Der alte Mann rennt voraus und wir hängen hinterher. Ist aber auch hier eine unglaubliche Klettertour, also ich weiß nicht, ob man das durch Zufall wirklich findet, Asarus Versteck, oder ob man eigentlich nur über Riordian drauf kommt. Ich glaube, ich würde es nicht finden. So, wollen wir die Schakale noch mitnehmen, wenn wir Riordian schon dabei haben? Als Unterstützung. Ja, da kommt schon das Eis angeflogen. Finde ich schön. Ich mag die Eiszauber auch irgendwie. Also die sind so... Die sind eindrucksvoll, sagen wir es mal so. Nicht wegrennen, Riordian. Du sollst kämpfen. Meine Güte. Rennt er weg vor dem Viech. Komm her. Komm, 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 komm. Schön. Noch einer? Nö, ne? Ja gut, der kann ja mit dem da spielen. Ich kümmere mich dabei mal hier drum. Ich nehme mal jetzt nicht an, dass Riordian daran sterben wird, deswegen... Na, obwohl... Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Kriegst du es hin? So, komm mal zu mir. Ach, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich schieße den Pfeil in den Arsch, aber... Macht nix. Junge, greif an! Ja! Schnauze halten. Besser du als ich. Wie jetzt Feuer? Ach, guck mal, das Leben, das ist ja noch so weit oben. Wieso schießt du mit Feuer? Du bist ein Wassermagier. Halt dich mal an deine Expertise hier. Gibt's ja gar nicht. Wo bist du? Da. Und weiter geht die bunte Reise. Oh, hier gibt's ja Blutfliegen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. So, ich glaube, wir haben es auch gleich geschafft. Ist nicht mehr weit.
die Klettertour ist gleich zu Ende. Und man kann es eigentlich nicht so richtig sehen, aber wenn man es weiß, sieht man es. Hier ist eine Höhle. Die übersieht man sonst, denke ich, schon irgendwie leicht. Und was sehen wir? Oh, ich möchte vielleicht mal... Hi, jetzt hätte ich es fast vergessen. Hihi, wir legen das natürlich ab. Wir sind keine Assassinen. Wir haben zwar eine Assassinenrüstung einstecken, aber... Wir sind keine. So, Nomade, Nomade, Nomade. Nomade. So, mein Freund. Hier ist das Versteck. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, ich gern geschehen. Ich kann dir nicht viel geben, aber wenn du willst, teile ich mein Wissen über die alte Magie mit dir. Ja, ist jetzt nicht so reizvoll, aber wir sehen schon, der kann einiges. Der kann wirklich einiges. Der kann uns den Weg der Natur, den Weg des Wissens, Lebenskraft, magische Kraft, Ausdauer beibringen und die alte Magie. Das ist spitze. Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Lebenskraft wäre vielleicht mal ganz nett. Ich weiß auch nicht, warum er den jetzt hier anschreit, als ob er ein Altar wäre. Gut so. Ja, ganz gut, ja, ja. Was haben wir? 30 Lernpunkte noch übrig. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt machen soll hier am blödsten. Weiter so. Machen wir 440, 460. Gut, machen wir bis 500. Mhm. Ist eine schöne runde Zahl und ich weiß gerade auch nicht, was wir sonst mit den Lernpunkten machen sollen. Mir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Oh, wir haben es ja schon. Gut, haben wir jetzt 500 Lebenspunkte. Ich denke, das sollte uns für die kommenden Kämpfe ein bisschen besser wappnen als bisher. Du begibst dich in gefährliche Gesellschaftsreisen. Ja, ja, ja. Das ist nicht das erste Mal. Es gibt nur zwei Gründe, warum du hier bist. Ach ja? Entweder du willst meinen Kopf oder du willst dich uns anschließen. Vielleicht habe ich mich ja auch einfach verirrt oder ich brauche einen Kaffee oder sowas. Oder mir ist die Butter ausgegangen oder ich will mein Ei borgen oder so. Keine Ahnung. Warum bloß die zwei Sachen? Nein, ich will nicht das Kopfgeld für ihn kassieren. Das ist gefährlich. Wenn man da drauf drückt, dann ist es sofort vorbei. Dann greifen einen alle an. Die verstehen da auch keinen Spaß. Man kann es ja als Scherz meinen, aber nicht hier. Was genau meinst du mit anschließen? Wir brauchen jemanden, der Zugang zu den Städten hat. Mit deiner Hilfe können wir unseren Kampf gegen die Assassinen vorbereiten. Dann werden wir Praga befreien. Oh yeah. Gut. Arbeiten wir zusammen. Eine weise Entscheidung. Dann höre. Die Sippen der Nomaden haben den Pfad der Ruhe verlassen. Wir beschreiten nun den Weg des Kampfes. Einige Sippen sind im Zaun Belias verfallen. Sie ziehen mordend und plündernd durchs Land und machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Nimm dich in Acht vor ihnen. Um die haben wir uns schon gekümmert. Darunter fallen Malir und Takla. Haben wir übrigens auch ins Rollenspiel mit eingebaut. Die abtrünnigen Nomaden war auch eine ganz interessante Geschichte. Ein paar von uns haben sich dann dazu herabgelassen, ihre Charaktere den Abtrünnigen zukommen zu lassen. Und die haben dann auch mal sich mit den Nomaden, die wir in Al-Shaddin angesiedelt haben, dann aufgerieben und haben dann mal Überfälle auf die gemacht. Und da haben wir, ich glaube, Takla alleine als Chef quasi hingesetzt und Malir dann halt so ein bisschen drunter. Das sind ja alles eigene Sippen, aber ich glaube, Takla war dann immer der Oberböse, der dann alle zusammengerufen hat im Prinzip. Beziehungsweise Taklas Sippe war, glaube ich, die aktivste dabei. Wir werden, glaube ich, noch eine oder zwei abtrünnige Nomadensippen antreffen. Also von einer weiß ich gerade in der Nähe von Bakarisch. Weiß nicht, ob es ansonsten noch welche gibt. Na, werden wir sehen. Auf jeden Fall, Malir und Takla sind die hauptsächlichen abtrünnigen Nomaden. Ansonsten werden wir hauptsächlich Gute treffen. Und mit denen werden wir natürlich zusammenarbeiten, denn Nomaden sind spitze. So, ansonsten haben wir hier... Ach doch, hier habe ich etwas zu tun dabei. Was habe ich zu tun? Bring Ayla zurück nach Braga. Nafalem wird sich bestimmt nach ihr sehnen. Das wird ihn unvorsichtig machen. Er wird glauben, dass wir tot sind. Bevor du gehst, sprich mit den anderen. Sie werden dir sagen, was noch zu tun ist. Sehr gut, sehr gut. Ja, Magie wollen wir nicht, aber Kampf... Ach nee, scheiße, wir haben ja keine Punkte mehr. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich will trotzdem mal kurz gucken. Ach, wir können von ihm schon den Kampf mit zwei Waffen lernen. Ah, shit, hätte ich da nur nicht meine ganzen Lernpunkte ausgegeben. Na gut, ist aber schön zu wissen. Ich weiß auch nicht, warum der Nomade alte Magie beherrscht. Bring mir etwas über alte Magie bei. Wir gucken mal kurz. Ach so, Stabkampf. Okay, ja, das... Ich weiß nicht, warum das unter alte Magie verbucht wird, aber okay, Stabkampf ist ja sowieso... Kann ja jeder lernen. Was ist an Stabkampf schon so besonders? Boah, kriege ich gerade einen bösen Blick von der Seite. Ja, weil mein Herzblatt nämlich im Rollenspiel Stabkampf. Expertin ist. So. Ich bring dich weg. Gut.
Okay, ja, wir bringen sie weg, aber erstmal, ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht einer wegbringen. Ich bin jetzt gerade bloß vor Belustigungen verwirrt. Wir wollen noch eben kurz mit den anderen hier reden. Das sind Aietos und Marus. Erstmal Aietos. Nein, wir werden Breyer noch nicht angreifen, später vielleicht. Kannst du mir etwas beibringen? Alles, was ich über die Jagd weiß, werde ich dich lehren. Ach, ein sehr besonnener Mann. Na gut, werden wir das mal anklicken, mal sehen, was kommt. Wir werden Braga angreifen. Braga ist ein gutes Stück weg. Wenn wir angreifen, werden wir uns vorher im Ruinenfeld sammeln. Sorge dafür, dass die Ruinenfelder sicher sind. Ach, das haben wir. Ach, das ist ja auch mal wieder bescheuert. Ach, sowas Blödes. Wir haben noch, als wir Takla getötet haben, nicht bloß die Kopfgeldjagd mit Takla abgeschlossen, sondern auch noch die Ruinenfelder von Braga. Und ich nehme mal an, das wird die Mission dazu gewesen sein. Das ist natürlich, ach, ich kann das nicht leiden, wenn man die Mission schon abschließt, bevor man sie kriegt. Wobei es in dem Fall sogar sehr wahrscheinlich ist, dass man zuerst die Ruinenfelder sichert und dann erst da oben hinkommt. Aber gut, was soll's. Die Ruinenfelder sind sicher. Gut, sprich mit Asaru, wenn du für den Angriff bereit bist. Ich bin bereit. Nein, bin ich nicht. Wir müssen erstmal Eila da runterbringen. Der Rest interessiert mich auch nicht gerade. Höchstens das. Zeig mir deine Ware. Denn, genau, das wollte ich doch. Ich möchte unbedingt eine Nomadenrüstung haben. Vielleicht noch nicht die schwere. Vielleicht auch noch nicht die. Die werden wir auch nicht kriegen. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Genau, das dachte ich mir. Aber die leichte Nomadenkleidung. Du bist in Ordnung. Die möchte ich haben, auch wenn ich sie nicht brauche und sie uns keinen praktischen Nutzen bringen wird. Einfach, weil es eine Nomadenrüstung ist und die Nomaden sind spitze. Wie ich schon mal erwähnte. So, 25, 30, 30. Wir müssen mal kurz gucken. Oh, die sind ein ganzes Stück schlechter, ne? Okay. Da verkaufen wir mal den Krimskrams hier. Haben wir noch irgendwelche Waffen? Natürlich haben wir noch Waffen. Was ist das, Paladin-Schwert? Oh, ich habe Wenzels Schwert verkauft. Oh, da muss ich dann gleich nochmal in Braga gucken, wem ich das verkauft habe. Oha, ich habe Wenzels Schwert verkauft. Das ist vielleicht nicht so gut. Schwierig. Weiß ich gerade nicht so richtig. Ist ja auch spitze. Wir kriegen sogar noch Gold wieder. Das ist ja toll. Supi. Ansonsten haben wir jetzt aber, glaube ich, nichts zu verkaufen. Ja, den Krimskrams hier, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt zu faul zu, mich reinzuwursten. Das werde ich vielleicht irgendwann mal außerhalb einer Aufnahme machen. Ansonsten Marus. So, du bist also unser neuer Mann. Richtig. Sieht so aus. Dann kriegen wir jetzt endlich die Chance, Braga zu befreien. Doch bevor wir angreifen, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen. Was brauchst du? Wir brauchen bessere Waffen. Besorge uns 3 Waffenbündel. Dann können wir es wagen. Vorher geht gar nichts. Natürlich, die habe ich schon einstecken. Hier sind die Waffenbündel. Sehr gut. Damit können wir einen Angriff wagen. Sprich mit Asaru, wenn du bereit bist, Braga anzugreifen. Und wir haben schon einen Ruf von 10 bei der Fraktion der Nomaden für die 2 Aufgaben jetzt gerade. Also das geht so schnell mit denen. Die sind leider auch ein bisschen schwach ausgeprägt geblieben. Ist leider ähnlich wie mit den Waldläufern und Druiden. Naja, was willst du machen, ne? Was ist deine Aufgabe? Die Assassinen horten eine Menge Schätze in ihren Städten. Silber, Gold, bringe mir alles, was du findest. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Was willst du mit dem Kram? Wir bringen es in ihre Städte zurück und verkaufen es ihnen wieder. Könnt ihr denn die Städte betreten? Ha! Kein Nomade kann eine Stadt der Assassinen betreten. Oh doch, ich! Aber viele der Sklaven sind Nomaden. Sie schleusen das Zeug zurück in die Städte. Dort bezahlen die Händler nochmal für ihr eigenes Zeug. Wenn du wissen willst, wie du einen Händler richtig ausnimmst, kann ich dir ein paar Tricks zeigen. Du gerissener kleiner Bastard. Nein, werden wir natürlich nicht machen. Hat er wieder leise vor sich hingeflüstert. Nee, werden wir natürlich nicht machen. Diebeshandwerk lernen und so. Aber, ja. Das ist sicher noch was zu erledigen. Find's auch immer lustig. Der gute Mann heißt ja Marus. Und im Rollenspiel mein Charakter war ein Nomade gewesen. Und der hieß Maris. Und, ja, Maris ist auch mal bei Asaru zu Gast gewesen. Was damit zusammenhing, dass ich ihn habe Prüfungen machen lassen, um zum Hüter der Wüste, zum obersten Rang, also quasi ernannt zu werden, zu einem der obersten der Nomaden. Und da hat auch Asaru ihm eine Aufgabe gestellt und deswegen musste er bei ihm mal zu Gast vorbeikommen. Und da haben dann Marus und Maris zusammengesessen. Und Maris hat auch noch einen Tiergefährten gehabt, der hieß Marik. Und dann saßen Marus, Maris und Marik alle 3 zusammen. Das war etwas merkwürdig zu schreiben.
So, mal gucken, ob hier unten auch noch einer ist. Lass mich in Ruhe. Nee, natürlich nicht. Okay, dann haben wir jetzt soweit alles geklärt hier bei Asaru. Was ist denn das für ein Klotz? Kommt mir das nur so vor, ist das Schwert etwas überdimensioniert geraten. Na gut, egal. Ich lasse es auch mal liegen. Ich will jetzt mich nicht hier mit den Nomaden anlegen, nur wegen dem Schwert. Denn ich bin ein Nomadenfreund. Das Blöde ist, wir müssen jetzt nach Braga zurücklaufen, weil wir die Uschi am Hals haben hier, die Aila. Aber gut, was soll's. Dann werden wir die Perle Bragas mal zurück nach Braga bringen.